wir zu einem Gast aus Hessen. Aus Marburg, genauer gesagt. Er war hessischer Vizemeister. Und dann, wenige Wochen später, bei den deutschsprachigen Meisterschaften, da kämpfte er sich bis ins Finale der besten 8 vor. Heute Abend zum ersten Mal in der Podiumbar. Hier ist Martin Sieper. Hallo. Ich habe einen Text geschrieben, der heißt Familienduell. Der ist entstanden vor 2 Jahren, Heiligabend. Es war einfach so lustig, ich musste es aufschreiben. Ich kann es nicht auswendig, ich lese auch ab. Ja, du bist ja ein Hübscher. Ja, komm mal her. Und wie groß du geworden bist. Mehrere schrumpelige Hände berührten mein Gesicht und pitzten in meine Wange. Ich kannte dich noch, als du so klein warst. Erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich noch? Nee, natürlich konnte ich mich nicht erinnern und damit lag ich voll im Trend. Viele Menschen können sich irgendwann einfach nicht mehr erinnern. Helmut Kohl, Christoph Daum, katholischer Einleiter. Ach, du kommst so nach deinem Opa, braun gebrannt, ganz wie der Opa, als er nach vielen Jahren endlich aus der Gefangenschaft in Italien nach Hause kam. Da sind wir immer in der Adria schwimmen gewesen, fügte mein Opa hinzu. Toll, dachte ich mir, da waren 20 Jahre harte Gefangenschaft im Elternhaus, aber schlimmer, Loser. Ich hab dir damals das Spurenlesen im Wald beigebracht. Weißt du das noch? Weißt du das noch? Ja, sicher. Erinnere ich mich noch voll dran, Opa. Ich kann das auch noch immer gut gebrauchen, wenn ich morgens die WG verlasse, um unser Essen zu jagen. WG? Sowas wie Stube, Opa, ganz ähnlich. Nur, dass wir nicht um 5 Uhr zum Frühsport der Hitlerjugend müssen. Wir hatten doch früher nichts. Ja, Opa, ich hab auch nichts. Hat sich nicht wirklich viel verändert. Und um 5 müsst ihr aufstehen. Nein, heimkommen, heimkommen. Zu Hause auch immer noch am schönsten. Ja, und ich kann mich kaum halten, Familien, was Feste waren wirklich unglaublich spannend. Ich sollte mir mal Hobbys zulegen, wie meine Geschwister, immer die passenden Ausreden zur richtigen Zeit. Ich könnte es mit Lernen versuchen. Lernen war immer gut, aber als Ausrede bereits zu sehr ausgereizt. Das glaubte mir niemand mehr. Nein, ich hatte kein Hobby, jedenfalls keines, das man am Wochenende ausleben könnte, zumindest nicht tagsüber. Opa, nun gib dem Jungen doch endlich etwas Geld, ist doch bald Kirmes. Und er griff in seinen Sakko und überreichte mir höchst feierlich 2 D-Mark. Ganze 2 D-Mark, das waren ja ungefähr 1 Euro, eher weniger. Also ein halbes Bier vielleicht, einmal Autoscooter, ein und gleich wieder aussteigen beim fliegenden Teppich, eine halbe Umdrehung. Mit Rücksicht auf die Eltern, vielleicht eine ganze, wäre ja auch praktisch, fürs Aussteigen und so. In jedem Fall klang 2 D-Mark noch unglaublich viel Spaß. Und du arbeitest jetzt in Marburg? Nee, auch bei ich studiere, das ist irgendwie was ganz anderes. Es folgte eine kurze Abhandlung darüber, dass er ja schon mit 17 im Versorgungsbataillon der Wehr gewesen wäre, woraufhin ich zugebe, dass ich mich auch immer ganz hinten verstecken würde. Mit der Ausnahme, dass es bei mir nicht der Graben war, sondern der Hörsaal, aber Brennpunkt ist Brennpunkt. Spiele ausgepackt und wir erreichten den Siedepunkt, als mein Opa auf die Frage hin, welche Zeitung denn den alljährlichen deutschen Fernsehpreis verleihen würde, mit voller Überzeugung meinte, der Stürmer. In dem Moment herrschte peinliche Stille im Wohnzimmer. Zur allgemeinen Auflockerung meldete sich dann noch mein Onkel zu Wort. Was wir brauchen, ist dann mal so eine Bader-Meinhof-Banne, so eine richtige Bader-Meinhof-Banne, wie in Deutschland aber mal so richtig aufrollt. Gott sei Dank klingelte in dem Moment, das hörte sich gerade jemand anderen an, ne? Gott sei Dank klingelte in dem Moment mein Handy. Hast du auch so ein Funkgerät, Junge? Das ist doch kein Funkgerät! Wir haben früher noch so richtig gefunkt. Ich zeig dir mal, was ein richtiges Funkgerät ist. Er griff in seinen Sakko und holte das erste überhaupt am Markt erhältliche Handy in den Maßen 30x10 cm zum Vorschein. Eine schöne Tastatur, das, eine schöne Tastatur. Mein Opa liebte sein Handy, wobei ich der Meinung war, dass dieser Totschläger den Begriff Handy in keinster Weise verwendet hat. Hast du eigentlich eine Freundin? Meine Oma schaltete sich wieder ins Gespräch an. Nein, hab ich nicht. Ja, und wer macht dir dann die Wäsche? Meine Putzfrau, Oma, was denkst du denn? Du hast eine Putzfrau. Ich fiel von einer Oma in die nächste. Klar, Oma, welcher Student hat keine Putzfrau? Irgendwo müssen die Semestergebühren doch versenkt werden. Die ganze Munition haben sie im Bodensee versenkt. Die ganze Munition. Oh, toll, Opa, bist du auch schwimmen gewesen? Ja, schwimmt. Und was machst du so in deiner Freizeit? Auch einiges, Oma. Letzte Woche bin ich einer internationalen Terrororganisation beigetreten. Zum Englisch lernen. Ich finde das toll, Junge. Soziales Engagement ist so unglaublich wichtig heutzutage. Und welche Ziele verfolgt ihr so? Heiliger Krieg, Oma. Es ist schön zu sehen, dass ihr jungen Menschen noch auf dem Weg zum Glauben findet. Ich überlege
überlegte einen Moment, ob ich von genau diesem Glauben abfallen sollte, aber verwarf den Gedanken sehr schnell wieder. Ich war auch im Krieg, protestierte mein Opa. Nee, Opa, hallo, du warst in der Adria schwimmen. Wenn, dann war das lediglich ein kriegswehrähnlicher Zustand, sagt wer? Na, unsere Kanzlerin, ja, die kommt doch von drüben. Von drüben kommt die doch, dem Honig habt ihr auch nicht jeden Scheiß geglaubt. Ich war etwas irritiert, Opa, erstens gibt's heute kein ihr und wir mehr und zweitens, wieso überhaupt ihr? Ich komme doch gar nicht aus den neuen Bundesländern. Ja, aber du studierst in Marburg, sagte er verärgert. Kommunisten seid ihr, alles Kommunisten. Er stand auf, hob seinen heiligen Holzgehstock in Bambusimitation in die Höhe und schlug damit mit voller Wucht auf die Erde. Ich musste lachen, da das Ganze aussah wie eine Sequenz aus Herr der Ringe, die zwei Türme. Untermalt wurde alles von einem schrillen Signalton, der von seinem Hörgerät ausgesendet wurde. Na, Gandalf? Befehl von ganz oben oder ist der Ring in Gefahr? Na, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, nur meine Mutter schaut in unregelmäßigen Abständen böse zu mir herüber. Ich fand das unfair, da mal als Kind auch ständig verarscht wurde. An diesem Tag beschloss ich, meine Familie in Zukunft viel häufiger zu besuchen, da ich mir den Spaß auf keinen Fall mehr entgehen lassen wollte. Nach einer Partie Tabu, die allerdings sehr schnell vorbei war, da mein Vater die zu erklärenden Begriffe grundsätzlich mit den Worten umschrieb, die ebenfalls auf den Karten standen, wurde irgendwann das Essen serviert und ein erfolgreicher Familientag neigte sich langsam dem Ende entgegen. Dankeschön. Ein Gast aus Marburg, Martin Sieper.